Wenn ich solche Reifen sehe, platzt mir echt der Kragen. Das grenzt an Wunder und Glück, dass der Kunde noch heile zu uns gekommen ist. Das ist nicht nur für ihn selbst gefährlich, das ist verantwortungslos gegenüber all seinen Mitmenschen. Wie du richtig auf deine Reifen Acht gibst, erfährst du im Video. Mein Name ist Oliver Keck, ich bin Kfz-Meister und betreibe drei freie Werkstätten in der Region Braunschweig. Erstmal müssen wir verstehen, dass Reifen absolut sicherheitsrelevante Teile am Auto sind. Wenn ich einem Kunden sage, deine Bremse ist verschlissen, sagen alle sofort, ja, mach neu, ist sicherheitsrelevant. Wenn ich sehe, mit was für Reifen Kunden manchmal rumfahren, kann man echt nur mit dem Kopf schütteln. Du solltest also auf jeden Fall auf deine Reifen Acht geben. Früher gab es die Grundregel, bei jedem zweiten Mal tanken, Reifenluftdruck prüfen. Jetzt haben heute fast alle Fahrzeuge ein Reifendruckkontrollsystem. Bei manchen wird sogar der Druck angezeigt, einige haben nur noch eine Warnlampe. Ist auch irrelevant. Das Problem ist, alle verlassen sich auf diese Reifendruckkontrollanzeige. Keiner achtet aber mehr auf das Profil oder auf den allgemeinen Zustand, das Alter, die Porosität. Und ich habe es nicht erst einmal erlebt, dass tatsächlich auch Kunden bei uns waren, wo der Luftdruck überhaupt nicht gestimmt hat, die mir dann einfach gesagt haben, wenn das leuchtet, ich drücke das immer zurück, dann hört das auf zu leuchten. Tu das bitte nicht, denn wie gesagt, absolut sicherheitsrelevant. Wenn du deinen Luftdruck selber prüfen willst, kannst du das machen an der Tankstelle, wenn du weißt, wie es geht, überhaupt kein Problem. Allerdings haben die meisten neuen Tankstellen so super komplizierte Geräte, wo das nicht hinhaut. Und deswegen ein kleiner Tipp an dieser Stelle, fast alle Werkstätten machen das spontan, zwischendurch und kostenlos oder du schmeißt einen Euro in die Kaffeekasse. Freuen die Jungs sich drüber. Ein ganz wichtiger Faktor ist natürlich das Alter der Reifen. Jetzt gibt es unterschiedliche Empfehlungen, wie alt ein Reifen sein darf, sein sollte. Ja, der ADAC sagt so, die Dekra sagt so. Roundabout kann man sagen, normale Sommer-Winterreifen 6 bis 8 Jahre, wenn es sich um Ganzjahresreifen handelt, nicht älter als 4 Jahre. Das ist so Konsens der Experten. Warum ist es überhaupt wichtig, wie alt ein Reifen ist? Das liegt einfach daran, im Gummi, in der Gummimischung sind Weichmacher drin. Kennst du vielleicht, wenn du mal ein altes Gummiband in der Hand gehabt hast, wenn das so anfängt porös zu werden und so einzureißen, genau das passiert mit dem Reifen auch. Also über die Zeit, durch die Witterungseinflüsse, Hitze, Kälte, Sonne, gehen diese Weichmacher einfach verloren. Dementsprechend wird die Haftung schlechter. Wenn die Haftung schlechter ist, hast du eine schlechtere Kraftübertragung, der Bremsweg wird länger. So, wie erkennst du denn jetzt wirklich, wie alt dein Reifen eigentlich ist? Auf jedem Reifen gibt es eine Kennzeichnung. Fängt an mit DOT, steht für Department of Transportation, kommt aus den USA. Und irgendwo kurz dahinter gibt es immer ein Feld, bestehend aus 4 Zahlen. Das gibt immer an, wann der Reifen produziert worden ist. Und zwar die Kalenderwoche, die ersten 2 Stellen und das Jahr, die zweiten 2 Stellen. Noch wichtiger als das Alter ist das Profil. In Deutschland gibt es eine gesetzliche Mindestprofiltiefe, die beträgt 1,6 mm. Ist es empfehlenswert, mit Reifen, die nur noch 1,6 mm Profil haben, zu fahren? Nein. Wie man das Profil messen kann? Ganz einfach, gibt so eine Art Hausfrauenmethode mit der Euromünze. Wie das geht, siehst du gleich. Oder eben ein bisschen professioneller, ein Profiltiefenmesser, der es dir dann auch in Millimeter anzeigt. Ganz wichtig, das Profil solltest du immer in der Mitte auf der Lauffläche messen. Nicht hier irgendwie am Rand. Mit der Euromünze ganz einfach dazwischen und dann sieht man, hier ist auf jeden Fall noch genug Profil drauf. Mit dem Profiltiefenmesser sieht es dann so aus und dann kann man das auch ablesen, dass wir hier noch 5,5 mm Profil haben. Vielleicht ist dir gerade schon aufgefallen, dass hier in den Rillen so eine kleine Markierung sind. Das gibt die gesetzliche Mindestprofiltiefe an. Das heißt, wenn der Reifen bis dahin abgefahren ist, dass das eine Ebene ist, weißt du, jetzt ist es allerhöchste Zeit, für einen neuen zu sorgen. Meine persönliche Empfehlung für die Profiltiefe: Sommerreifen sollten nicht weniger als 3 mm Profil haben, Winterreifen und Allwetterreifen nicht weniger als 4 mm. Dann kannst du sicher sein, dass dein Profil noch ausreichend ist. Okay, fassen wir nochmal zusammen. Achte bitte auf den Luftdruck in deinen Reifen, auch wenn du ein RDKS-System hast. Achte auf das Alter deiner Reifen, auch ob sie eventuell rissig oder porös sind. Und ganz wichtig, guck ab und zu nach dem Profil und achte dabei auch, ob der Verschleiß gleichmäßig ist. Wenn du das alles beachtest, bist du auf jeden Fall relativ safe unterwegs. Denk dran, du hast eine Verantwortung, nicht nur für dich und deine Mitfahrer, sondern auch für alle Menschen da draußen, die dir auf der Straße begegnen. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen.